Hallo und willkommen zurück zu Another Metroid 2 Remake. Ich bin der Alex und mit mir dabei ist wieder der Torben. Hallo Torben. Hallo, ich wünsche einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, frohe Weihnachten und frohe Ostern. Wenigstens zwei von den Sachen sind auf jeden Fall korrekt. Frohe Weihnachten und frohe Ostern? Fast. Guten Morgen, guten Mittag. Sagt man guten Mittag? Nein, Mahlzeit sagt man dann. Mahlzeit. Guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend. Ich glaube, da sagst du guten Tag. Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Wir sind stehen geblieben im Schleimo-Augen-Blob-Matsch-Abschnitt. Und haben noch 9 Metroids vor uns, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, das könnte hinkommen. Ist da oben noch was? Nee. Ah, da ist so ein Zwischengang. Genau. Aber hier sind 0 Metroids. Hier sind 0. Und ich bin heute wieder Mikrofon. Fingermikrofon. So, zack. Ah. Mal gucken, ob hier irgendwas ist, wo wir nicht. Was ist das? Aha. Is this our chance? Oh ja. Ich freue mich echt tatsächlich auf das Spiel. Personen. Für alle Leute, die zwibbelt immer so mit dem Bein. Ich habe nachgeguckt, wir sind nicht die Einzigen, die das Problem haben. Ist ein Bug? Ja, ist ein Bug und ich hätte zwar schwören können, dass das schon vorher war, aber ich habe gelesen, dass jemand das auch hatte, nachdem er die Gravity Suit bekommen hat. Captain Hinkebein. Das ist also ein Fehler in der Gravity Suit, das ist gar kein Bug. Achso, ist ein Feature. Wenn die Samus auf den Kopf fallen, machen die eigentlich Schaden dann? Ja, haben sie. Nee, fallen hinter. Sie sind die ganze Zeit auf der gleichen Ebene, aber nachdem sie eingefroren sind, nicht mehr. Oh, es ist heller wieder. Ich wollte gerade sagen, hier ist aber weitaus heller jetzt. Wir sind ganz schön vom Weg ab. Ganz schön weit ab vom Schuss, ja. Ich hätte auch gedacht, dass wir eigentlich mal weiter runter müssen. Da geht's nicht mehr weiter runter, ich bin. Das waren wir schon am rundesten. Wir waren schon am rundesten, echt? Nachdem uns ja schon die Lava da nichts mehr oder die Magma oder was es war, nichts mehr ausgemacht hat. Auf Ceres ist ja, irgendwann kommt ja dann irgendwann Säure. Heiße Säure, glaube ich. Extra, das ist die gemeinere Säure. Das ist nicht nur Säure, sondern auch noch heiß. Oh, das ist schön hier. Das erinnert mich irgendwie an Castlevania. It's a bad night to have a curse. Nicht Castlevania 2. Mach mal eine Superbombe. Einfach nur, weil ich auch nicht mehr. Sieht cool aus. Aber kann erzählen, dass nicht in dem Einwasser was drin ist. Das ist ja kein. Das ist ja nicht, sieht nicht offen aus auf der Minimap. Ah, okay, immerhin. Sind wir jetzt schon auf dem Weg nach draußen? Aber das kann eigentlich nicht sein, nachdem wir noch 9 Metroids erledigen müssen. Das sind die Bonus-Metroids, die brauchen wir nicht. Die Pflicht habe ich schon erledigt und ich finde die Kür ist bei einer Exterminations-Mission eigentlich unwahrscheinlich. Das ist voll schön hier mit dem Wasser. Ich bin echt gespannt, wo es hingeht. Also wenn wir jetzt hier zurückkommen, das wäre echt irgendwie merkwürdig. Das wäre eher blöd, wenn wir einfach jetzt die ganze Zeit in die falsche Richtung rennen. Aber hier sind auch keine Gegner, ne? Also nichts. Ja, das ist echt ein bisschen komisch. Entweder wir haben noch einen Bug, oder das ist der Weg, den man nachher flüchten muss, wenn der Timer ist. Was ist ein Timer? Wovon redest du? Naja, wenn irgendwie die Pizza fertig ist, dann muss man sich das übereilen. Das stimmt.
damit die nicht verbrennt im Ofen. Mhm. Safe the engine. Müssten da vorne jetzt schon ziemlich weit oben sein wieder. Ja, deswegen meine ich, das kommt mir ein bisschen italienisch vor. Ja, täuscht auch ein bisschen, ne? Fast oben. 3 Minuten, ich habe erst einmal gegen das Mikrofon gehauen. Das ist ganz gut. Ja. Ich muss jetzt mal ein bisschen Schnobkram essen. Ist man was zum Schnoben? Oh, das sieht cool aus da hinten. Hört man das? Ja, bestimmt, ne? Ich versuche das extra laut zu... Oh. Das sieht echt cool aus. Guck mal, hast du die Tempel da hinten gesehen? Der Hooverdamm. Nee, doch nicht. Oh ja, das ist cool. Was zu schnopen, wer sagt das eigentlich noch? Hat nicht. Ich habe das gesagt aber. Ja. Wir hatten einen Süßwarenladen, der hieß Schnur. Ja, stimmt. Wir haben immer gesagt, wir gehen zum Schnabu. Das zum Schnabulieren. Hieß der Laden dann Schnabu? Wir haben ihn so genannt, ja. Oh. Ah. Oh nein! Ah! Ich geh Richtung geht. Ich nochmal hoch. Komm ich ja jetzt überhaupt hoch, ne? Das ist die Strafe fürs Rumprobieren. Okay, da dürfen wir also nicht hin. Er macht ja auch irgendwie. Hat ja Sinn, ne? Er ist da diese kleine Lücke dort. Ne? Stark, Riesen bitte verlangen. Ich mochte mir den Samstagnacht-Gag dazu. Mit dem kleinen Hitler. Ach nee. Weiß nicht mehr genau. Der kleine Hitler war. Nee, das war doch der, hat doch so Kondome gekauft oder so, der kleine Junge. Ich habe das gerade verwechselt ganz kurz. Das war aus der Bulli-Parade. Da gab es das mit dem kleinen Hitler. Okay, ich glaube, ich fliege jetzt einfach mal nach oben. Ja. Haben wir auch nochmal die Gelegenheit, im Hintergrund die Sachen anzukaufen. Du kannst die grünen Kästchen alle wegnehmen. Ja. Oh, guck mal, die Statue da hinten. Boah, die kommt ja hier nach vorne bestimmt. Die hält noch ein Item für dich parat. Das sieht so nicht nach Metroid aus, das aber sieht so cool ist total aus. Cool. Das sieht halt aus wie Chozo-Ruin, ne? Mhm. Guck mal da. Ach, das ist Metroid. Ich dachte, das wären so Smileys. Smarties. Smarties. Da war immer das noch an der Wand hier, ne? War da nicht noch was? Nee. Nur diese kleine Ecke da noch. Guck mal, hier ist so eine Aussparung, aber das war auf der anderen Seite auch, ne? Hm. Aber da ist so ein Crack in der Wand. Soll ich da mal was machen? Ja, weiß ich nicht. Wo denn? Nee, es sieht Sahne so aus. Es ist durchs Wackeln da. Ich dachte genau auf der Kante. Nope. Hier noch raus? Nö. Hier könnte ich aber auch noch mal versuchen. Aber ich wette, du kommst da zurück, wenn du bei dem anderen Eingang... Ich finde gut, dass die Superbombe dich nicht von der Wand runterhaut, nee. Aber die kleinen Dinger ohne Probleme. Da hättest du doch eben mit der Superbombe wahrscheinlich... Was sind das für komische Logos? Hast du das gesehen? Also hier sind ja so Metroids abgebildet. Aber hier... Sieht aus wie so ein Vor- und Rückspulknopf. Ja, das ist das wahrscheinlich auch. Da ist das Studio drin, ne? Wahrscheinlich. Was denn sonst? Oh. Coole Musik. Lange nicht gespeichert. Och, naja. Ich habe auch nichts gemacht, außer ein bisschen Wasser rumzuplätschen. Von hier ist die Röhre mit den Spulpunkten. Shave Point heißen die. Oh, ich wollte gerade sagen, ich wäre hier hochgegangen. Finden wir hier noch was? Ja. Oh, wohl auch nicht. Hat jemand was geklaut, würde ich sagen. Da ist noch was hinter verstanden.
Oh, was ist denn das? Neuer Abschnitt. Oh nein. Ja, das sind die letzten 9. Glorious 9. Ich würde aber jetzt doch mal in den anderen Gang reingehen noch. Wollte ich gerade sagen. Glorious 9. Das ist der Film von meinem Regisseur. Ich mag das hier, diese Ruinen, die wir kurz besucht haben. Ja. Ach nee. Ah. Ah. Wo sind wir jetzt hier? Das ist die Abkürzung jetzt hier. Ja, aber wo kommen wir denn da raus? Moment. Ach, die haben nur nie besucht, die. Aber hey, hier waren wir aber schon. Wieso sieht das aus, als ob wir das noch nicht waren? Warum steht hier so Wasser? Oder Moment, hier war hier vorher alles komplett unter Wasser und wir haben das irgendwie... Wir sind, glaube ich, von hier oben gekommen und sind da unten so durch. Und da hatten wir die Screw-Tag noch nicht, aber hätte man denn da jetzt auch hingehen können, wenn man die Screw-Tag einfach gehabt hätte? Ich glaube, es gibt für uns gar nichts zu finden hier, oder? Nee. Wir haben ja schon relativ gut abgesucht alles. Richtige Pro-Gamer. Es gibt noch diesen einen Kringel, ne? Das ist klar. Der da. Ja. Den wir nicht bekommen haben. Aber da dauert es halt nicht, bis wir da sind. Ich habe nicht so viel Lust, den zu holen. Also habe ich noch nicht in der Demo nachgeschaut, weil ich mir relativ sicher war, das da geholt zu haben. Wenn du jetzt diesen Fast-Travel-Punkt einfach kaputt gemacht hättest. Wie bei Resident Evil damals, die Tür. Ja, kannst du ja nur dreimal benutzen, Pech. Welche Tür war das? Nein, in dem Herrenhaus, da gab es so diese eine Tür, wo du das erste Mal reingehst, hat ja irgendwie keine Ahnung, dass die Türklinke schon ziemlich kaputt aussieht. Und wenn du sie dann irgendwie zweimal benutzt oder so, die Tür, dann bricht doch die Klinke ab. Und dann musst du immer diesen doofen Weg außen rum rennen. Ich konnte mich daran erinnern, dass es da sowas gab, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Das ist Rille. Oh! Oh! Bombe! Du musst sie klein machen! Ach, oh, das ist aber cool jetzt. Nur noch 8. Easy! Echte Metroids jetzt. Ich könnte dir auch nicht mehr genau sagen, wo im Herrenhaus das war. Ich glaube, wenn man diese eine Treppe hochgeht. Aber haben wir noch gar keine Info bekommen, ne? Jetzt vielleicht? Oh, tschüss. Oh nein. Oh, Genetics Laboratory. Wer hat denn hier die mit den DNA rumexperimentiert? Ja, war das die Chozo selber, oder? Wahrscheinlich, ja. Das ist doch nicht so eine gute Sache, oder? Ist doch immer, dass die große... das große, starke, allwissende Volk irgendwann untergeht an den Viechern, die sie irgendwie gezüchtet haben. Die tauchen so aus dem Nichts auf, die Metroids. Nee, die kommen aus dem Hintergrund, glaube ich, ja. Hier nicht, oder was? Ich kann die alle verheizen hier direkt. Aber jetzt kommen 2. Ich bin zu gut vorbereitet jetzt. Ja, ich find auch, dass Metroids eigentlich total die coolen Monster sind, so. Von denen hätte ich gern so ein Plüschtier, dass man sich so auf den Kopf setzt. Aber es gibt das. Gibt's bestimmt, aber ich habe das tatsächlich auch noch nie so gesehen. Das würde ich mir kaufen. Jetzt die große Quizfrage, wo kommt der Name Metroid her? Keine Ahnung. Ich habe tatsächlich nachgeguckt. Ich weiß es nicht.
Ich habe ein bisschen recherchiert und bin dann auf ein Interview mit den mit zwei der Entwickler des Original Metroids gestoßen. Ken Levine und Miyamoto. Die Auflösung erfahren wir aber erst hinter der Tür. Oder auch nicht. Das ist eine. Das ist ein Kofferwort, eine Namensschöpfung aus zwei Begriffen. Und zwar einmal Metro, weil das erste Metroid halt alles so unterirdisch und so gängig war wie die Bahn, Metro. Mhm. Und Android, weil man halt so eine Art Roboter gespielt hat. Oh, ja, okay, lass ich. Ja, ist aus heutiger Sicht nicht mehr so passend, vor allen Dingen, weil benannt sind ja die kleinen Knupsis da oben danach. Und die sehen ja noch wirklich nicht aus wie eine Mischung aus einem Roboter und einer U-Bahn-Linie. Ja. Ja. Oh, hörst du das? Den Herzschlag? Ich dachte, das eben, das wäre von mir. Nee. Und nicht, außer ich höre deinen Herzschlag auch von mir. Ja. Noch vier. Ich habe aber noch neue Miyamoto Neuigkeiten, die ich ganz interessant fand. Da wurde nämlich jetzt auch gefragt, oder das, was ich gehört habe, dass er... Oh, ich dachte, das geht kaputt dort. Das ist schon so. Huch. Kannst du so runterschießen? Das ist gerutscht, weil es vereist war oder was? Wie das sein kann, dass Bowser halt immer so gegen Mario kämpft, aber dann in Mario Kart oder Tennis oder so halt mehr oder weniger in einem sportlichen Wettkampf nur mit denen steht. Ja, das ist eine gute Frage. Und Miyamoto hat gesagt, dass er nie das so gesehen hat als, oh, das ist hier gut gegen böse, sondern dass das alles eigentlich für eine große Familie ist, wie so eine Karnevalsfamilie, die immer kommt und so Auftritte machen, also so zusammen auftreten überall. Und manchmal ist es so eine epische Schlacht halt, wie Mario Galaxy sozusagen. Und manchmal machen sie halt Brettspiele zusammen. Was man hier hört, ist das Stirnrunzeln. Das, so hört sich Stirnrunzeln an. Hm. Ja. Wir greifen das, glaube ich, nochmal auf. Ich will jetzt irgendwie... Oh. Ah, ein Trick ist das doch hier. Hast du gesehen? Nee, Moment, das sah aus, als wäre das kaputt gewesen da hinten im Hintergrund. Hm. Noch zwei. Tetris. Oh, hier ist aber noch nicht alles erledigt, scheinbar. Hä? Kannst du wieder zurück? Wie jetzt? Live-Demo. Oh nein. Bug? Das wäre schlecht. Da, da. Nee. Musst es nur in die richtige Stelle springen. Noch eins. Ja, das ist... Aber bestimmt nicht so ein kleines. Ich höre was. Sag mal. Huch. Ja. Okay. Die Königin. Die Musik ist ja cool. Was ich machen soll hier. Die Dinger mit der Screw Attack, ich glaube, du musst relativ weit vorne, also die, bei diesen. Ich glaube, du kannst jetzt mit der Screw Attack hacken. Dass sie sich auflösen. Und jetzt, wenn er sich anpeilt, halt fallen lassen. Und ich glaube, du musst von unten gegen den Hals schießen. Und ich glaube, es gibt. Oh, ah, oh. Ja.
musst du ihr im Mund springen und einen Bomben legen. Sag mal. Ich weiß noch nicht, was das Geblinke da bedeutet. Muss ich das auch wissen? Nee, wenn es blinkt, heißt nur, sie macht diese Viecher. Ich schieße hier, glaube ich, gleich mal einen Hals, oder? Ich auch nicht. Hoppla. Ist sicher, dass das nur bedeutet, dass sie die Dinger macht? Ja, eigentlich schon. Ich glaube, du musst jetzt mal ein bisschen Energie farmen jetzt. Hast du gesehen, das hat so... die Augen zu, ne? Guck mal. Ich hab's noch nicht getroffen, glaube ich. Also ich hab's irgendwie so im Kopf, dass man halt da unten gegen den Hals schießen muss, wo es so rot ist. Mit Raketen, oder? Ja. Farm noch mal ein bisschen, ja. Ne? Kriege aber nichts mehr. Das bringt leider überhaupt nichts. Du kriegst keine Energie mehr. Oh, das ist ja jetzt. Das Spiel hat's wirklich mehr. Ah, jetzt wieder. Ich hab also, keine Ahnung, was man soll. Als du Superbomben gelegt hast, da Ausgang, ja. Auf jeden Fall. Kannst du unter sie rollen? Gott, da kriegt er dich nicht. Wenn du an der Ecke liegst. Hast du gesehen? Ah, hat er doch. Er hat mich doch erwischt. Als Ball an der Ecke, echt? Ich dachte, das wäre so vorbeigegangen. Und kannst du unter ihm rollen? Unter sie rollen? Weil da ist halt rot. Bis jetzt mussten wir immer. Also ich glaube, ich habe sie nicht ein einziges Mal getroffen. Ich bin mir nicht sicher. Hat ja immer die Augen zugemacht. Ich hätte mal, nachdem ich die Ruhe ausgewählt habe, speichern sollen. Aber musst du eigentlich auch gar nicht. Ist ja egal. Ich versuche extrem leise extra die Tüte, die Würstchen da rauszuholen. Hört man auch, das ist extrem leise. Du könntest, da wir ja nicht wissen, wie man die besiegt. Gleich, wenn du die 8 lang gemacht hast, den Weg einmal in Kauf nehmen und zurückrennen zum Speichern. Dass man, wenn man nochmal drauf gehen muss, das nicht. Ich hätte so gern ein Waffenreset, weil mich das total nervt, wenn man einmal in den Raketen drin ist. Ich muss schnell wegrollen erstmal. Weil ich kann jetzt, ich muss immer da so durchschalten. Das ist echt nur super nervig. Oder nervig 3. Alles andere als Superraketen ist an der Stelle nämlich deswegen auch nicht sinnvoll, weil es einfach zu nervig ist. Es kann aber sein, dass man auch nicht zurückkommt, also. Ja, wahrscheinlich, du hast recht, die sind.
ist ganz schön schnell. Schnell müde. So. Man hört das hier schon. Das sind auch die Kristalle, die man nicht kaputt machen kann. Ich frage mich, ob die kaputt gehen, wenn das Meteor da durchfliegt. Die machen halt super Damage mit uns. Gab es jetzt nochmal wieder Energie eigentlich? Ich glaube nicht. Aber ich habe mich auf das mal nicht so gut angestellt, wenn das mal. Oh, hä? Ich hab irgendwas kaputt geschossen, glaube ich. Ja, diese Brüste. Ja, das ist ja nicht schlecht. Oh, hör doch mal auf, da immer rumzuklettern, Mensch. Muss was zu bedeuten haben, das Geblinke. Jetzt. Hä? Ja, da unten, du hast unten gegen den Hals geschossen. Macht sie dreimal Angriff sogar. Mhm. Auf die Plätze vor. Vier Kugeln anstatt drei. Achso. Gut, dass du jetzt mehr Energie hast als so ein Kampfkugel. Ja, schon. Fünf. Das wird auch schneller, ne? Ja, das war ziemlich viel schneller. Einmal aufladen, wenn du gegen die Viecher kleinen kannst, ist gut, aber nochmal aufladen ist. Ich achte da gar nicht so drauf. So. Gar nicht zu welchem Zeitpunkt du treffen musst. Ah, das ist ein guter Winkel.
Kannst du sie echt immer treffen oder immer nur einmal? Okay. Also, kannst du mal einfach so ein paar Raketen reinklotzen. Und gehen nur Superraketen? Das ist auch nicht geil. Nur die Nasenspitze treffen, ist das irgendwie. Gerade nach vorne schieben kannst du. So, bitte. Das ist cool. Oh. Oh. Gar nicht cool. Auf deine Energie geguckt. Ich dachte, du wärst derbe gut dabei. Ja, die zieht nachher ganz schön viel ab. Hm. Da ich am Anfang schon mit nicht so super viel reingestartet bin. Ja, aber jetzt weiß ich, was ich tun muss. Das ist, ja. Unkritisch. Wird cool, dass man sich so, noch nach hinten wegbewegt. Ja. Also ich mag mich auch vollkommen falsch erinnern, aber das ist, glaube ich, neu, oder? Das ist neu, ja. Es gibt sonst nur ein Screen. Ja. Ja, den hatte ich auch so im Kopf. Das Ei sieht, da kommst du zu dem Ei, kommst du gar nicht hin, ne? Nee. Das ist nämlich das, was noch nicht vergessen wird hier. Das vergessene Ei. Das ist der neue Indiana Jones Teil. Indiana Jones Teil 5. Das vergessene Ei. Im Kühlschrank. Ja, ist kaputt gegangen leider, bei dem Atomangriff. Natürlich. Natürlich. Das ist das zweite Mich heute mal da in diese Kristalle reinlocken. Du warst so gut dabei. So, Quatsch. Oh, Mann, ey. So. Ja, ich wollte es ausprobiert haben. Ist wichtig. Ganz wichtig. Außerdem finden wir ja noch ein paar von den Dingern, ne? Zwei.
Besser als eben, schlechter als beim ersten Mal. Oh, mein Lieblingsabschnitt. Ja, aber man sieht eigentlich so diese, wie man da durchfliegen muss, aber das ist halt so schwer. Aber die machen auch nicht viel Damage. Nein. Er muss auf die Nase direkt. Nein, ich habe auf den Hals geschossen. Nee. Nee. Dass sie eben doch immer direkt auf die Nase vorne geschossen, auf die Spitze so geschossen. Nee. Hä? Hab ich nicht. So. Viel schwerer jetzt eben, als es so schnell war. Das hast du dran gesehen. Ach so, auf den Unterkopf ist. Ja. Unterkopf ist. Ich hatte halt irgendwie im Kopf noch von damals, dass man sich da vorne an diese Kante stellen kann und mit einer und die ganze Zeit einfach schräg nach oben schießt. Damit haben sie gefixt, den Bug. Stimmt, ja. Ja, das Feature. Oh, das ist noch was. So gut. Energiemäßig sieht es auch besser aus als. Ja, auf jeden Fall. Komisch, dass sie das eine Mal so wenig Energie bekommen haben, ne? Ja. Hm. Das auch? RNG? Ich weiß Scheinbar ist es egal, in dem anderen Modus kann ich die Scheibe immer treffen. Ja. Kann natürlich ein bisschen mehr reinholzen, aber. Wirklich. Ach, aua. Jetzt kannst du echt volle Stimme. Ist natürlich, wenn man so voll draufholzt, dann kommt halt von ihr nicht der Angriff, wo man so ein bisschen Energie kriegt, ne? Weil man schon. Ich glaube, du kannst wieder voll. Die ganze Zeit. Jetzt aber. Wow.
jedem Treffer macht sie 50. Zieht sie ja 50 ab. Das ist schon krass viel. Du hast noch zwei Supermarken. Oh, müssen wir die jetzt, ja. Cool, dass wir so eine Treppe so nicht genau runtergehen. Ja, ich nehme noch mit. Ich bin auch mächtig angespannt hier. Drei Super. Slow and steady. Ja. Dezent aufgeregt jetzt. Ja, ich denke mal. Alter. So. So langsam noch ist es weiter. Gut, ey. Wow. Wollen wir, kann ich sie beschießen? Nee. Graz. Yes. Wow. Guck mal deine Anzeige an. Meine Anzeige? Wie viele Meter ist noch da? Sind? Immer noch eins. Sie zählt nicht. Was? Ich bin in so einem komischen Abschnitt hier, ne? Aber jetzt kannst du bestimmt da lang, wo sie rauskam. Kann ich jetzt hier nach oben denn? Nee. Aber es sieht auf der Karte sieht das so aus. Nee, da musst du nachher lang, wenn die Pizza fertig ist. Da ist bestimmt mit einem Super hoch oder so. Ja. Aber ist ja komisch, ne? Das ist die Erdoberfläche. Hä? Ach, das müsste ja eigentlich hier sein, wo ich die Metroids bekämpft habe, oder? Nee. Ich glaube, das ist. Doch. Nee, da unten bin ich. Doch, ich bin einmal diesen Kreis gegangen. Das stimmt, das reicht, ja. Hm. Dann gehe ich jetzt da hin, wo sie rausgekommen ist. Boah, das fand ich aber einen coolen Kampf, muss ich sagen. Coolen Kampf, ha. Ah. Soll ich nochmal speichern gehen? Ich glaube, das kannst du eh nicht. Ich das zu. Oh. Oh. Nahrungsmittel. Babybrei. Ja. Babykristalle. Das ist ja cool. Wird das größer? Nee, ich glaube nicht. Aber wenn es so fleißig ist, wird es auf jeden Fall immer größer. Dicky. Wir nennen es Dicky. Dicky? Das ist aber voll niedlich. Mach dich mal zur Bombe. Du kennst dich nicht mehr.
Aber ganz ordentlich, ne? Wird hier, ist das letzte, wird das alles entfernt. Ja. Oh, hier sind so Pflanzen. Ich glaube, wir sind gleich an der Oberfläche, kann das sein? Nee, ich versuche jetzt nicht mal. Oh, das sieht langsam ein bisschen aus. Soll ich nochmal zurückgehen? Wegen dem Einkristall. Hier sind noch mehr Pflanzen. Ja, wir sind draußen. Und es ist Nacht. Oh. Dann nehmen wir das mit, würde ich sagen. Nee, nix da. Ganz kanonmäßig. Unvernünftig. Unvernünftig. Hätten wir mal einen Mann geschickt. Genau. Was ist ein Auge? Wo ist ein Auge? Da hinten links. Ich find's super cool gemacht. Ich finde total geil, dass es keinen Countdown gibt. Ja, das fand ich auch ein bisschen überraschend. Obwohl es eigentlich auch im Original auch keinen Countdown gibt. Gab's nicht? Nee. Ich erinnere mich halt überhaupt nicht dran. Michael Gabriel. Ja, Milton, Dr. M64 ist das Genie hinter diesem kleinen Stück Software. Nicht Big Tendo oder wie die heißen. Nicht Dr. Metroid 64. Dr. Mario. Dr. Mario hat auch nichts mehr zu tun gehabt. Torbjörn. Falcool, das ist auch schon so eine Mischung aus Falcon. Cool. Und School. Niklas, take you back to school. Wicked Clown. Oh, Capcom. Ja, der gute Gunpei Yokoi. Der hätte sich gefreut, wenn er gesehen hätte, was die Fans mit seinem Produkt machen. Und wie hat denn da die Musik eigentlich gemacht damals? Habe ich mir aber nicht gemerkt, welcher von den Typen das in dem Interview war. Achso, doch, der Hirochi Kiyotake, der da oben gerade rausfährt. Mhm. Der war das in dem Interview, der es erzählt hat mit dem Metro und dem Android. Achso. So richtig viele waren das nicht, ne? Oh. Aber eigentlich wäre es gut gewesen, wenn da Gunpei auch noch bestanden hätte. Mhm. Ach, schon 20. Immer noch 91%. Ach so, das ist nicht die Map Clearance, das ist nur die Item Collection Rate. Ja. Ich finde, das ist für ersten Durchgang eigentlich find total akzeptabel. Und eins wussten wir noch, wo es liegt. Ja. Oh. Quiek, quiek, quiek. Das ist echt super Deviant Fan Art Picture hier am Ende sind. Ja. Die Proportionen sind irgendwie komisch an Samus. Ja, ein bisschen. Dicke Kiste. Jetzt wissen wir, wo die ganzen Raketen sind. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Wow. Oh, ist das eine Drohung oder eine Ankündigung? Das ist der Teaser für Metroid 3. Übrigens, super. Wir machen, aber was wollen wir da machen? Also, nee, gar nichts. Niemand will irgendwas machen. Man kann jetzt einfach, das ist von der Grafik und vom Gameplay, es ist wie Metroid 3, man kann einfach direkt weiterspielen jetzt. Metroid 3. Finde ich super. Okay, ich fand's ganz großartig. Und du? Ja. Kann man ja nichts sagen. Tom fand's, ja. Ich fand's, ja. Kannst ja fast nichts Negatives sagen. Alles, was ich... Naja, also Schlenkerbein. Ja, nee, das Schlenkerbein, ja. Ein kleiner Bug. Aber alles, was ich an dem Spiel negativ ankreiden kann, liegt nicht an ihm, sondern an Nintendo selbst, dass ich das Endgegner-Design hier halt lame finde, so. Ich mag diese Metroids, diese Evolutionsstufen der Metroids einfach nicht. Aber da haben sie sich halt ans Originalmaterial gehalten, da können sie nichts für. Und
sonst ist das Spiel natürlich fast jedem Zweifel erhaben, würde ich sagen. Ja, also das ist auch Geschmackssache. Ich finde, dass das... ich finde es nicht ganz so schlimm. Ich finde aber vor allen Dingen gut, dass Dr. M64 da noch andere Bosse eingebaut hat. Ja, diese fliegenden Roboter, genau. Jeder einzelne dieser Kämpfe ist besser als die gegen den normalen Metroids. Genau, aber die gibt es sozusagen noch on top zur normalen Story. Und das... Der Kampf gegen die Metroid-Königin zum Beispiel, den fand ich richtig geil. Also der ist auch sozusagen nochmal außen vor. Also dann kann man es eher nur auf die normalen Metroid-Kämpfe beziehen. Ja, genau, klar, die meine ich auch. Und den Kampf, der war ja auch gut, weil den hat er dann ja auch verbessert. Also das war nicht halt das in diesem einen Raum, sondern dann halt noch ein bisschen weiter ging und noch ein bisschen was passiert ist. Ja, das finde ich schon echt, ich finde es sehr beeindruckend. Das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht und ich glaube dir auch, oder nicht? Ja, war me like mehr davon. Me like, ja. Ja, müssen wir mal gucken. Von ihm kommt bestimmt nicht nochmal ein Metroid-Spiel, aber vielleicht macht er ja was jetzt Eigenes, ne? Ich habe gehört, dieses Asa-M soll ganz gut sein. Verhältnis Hüsteln. Okay, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht wie mir. Nochmal vielen Dank an Torben, dass er dabei war. Gern. Immer wieder gern dabei, ja. Also ich freue mich, dich demnächst wieder begrüßen zu dürfen. Wenn es wieder heißt, vielen Dank für die Blumen. Schnickschnack Studio. Wenn es wieder heißt, ach, ich komme jetzt nicht drauf. Ja, bis dann. Vielen Dank für die Blumen, oder was? Nee, ich sag schon, wenn es wieder heißt. Ja, von den Muppets. Frei und, das mit diesem Hasen. Mit dabei? Die Show muss weitergehen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Genau, auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.